Warum wollten Sie Ihre Familie denn loswerden, so eilig? Warum wollte denn Sie denn loswerden? Informationen im Funk, das GA1 ja, sind ein bisschen TV-Krankenhaus ebenfalls dort. Türen und Fenster bitte geschlossen halten, Blick Ende. So. Achtung, das brennt jetzt ein bisschen. Ich mache jetzt ein bisschen Notrennen, um die Wunde zu säubern. Ja. Erstmal säubern. Warte. Ja. Erstmal spülst du die Wunde aus. Mhm. Jod ist zum antibakteriellen. Also okay. Erst ausspülen die Wunde, weil Dreck drin ist, die Kugel war nicht sauber, was auch immer. Dann machst du Jod rein, dann vernähst du, dann kommt oben drüber, nach 48 Stunden kommt Wundsalbe drauf, dass sich das langsam regeneriert. Okay. So ist mein Werdegang, aber es macht so gefühlt jeder anders. Gut, dann spüle ich dann erstmal die Wunde. So. Du, können Sie mir das jetzt sagen, warum Ihre Familie uns Geld gegeben hat, damit wir sie so lange behandeln? Damit ich nicht nochmal in einen Burrito steige und einen von uns anfahre. Ups. Natürlich unabsichtlich. Zweite. Ja, weil das macht man ja nicht. Ja, Familie tut man nicht weh, ne? Genau. Ja, meine Familie hat das noch nie so ganz verstanden. So, dann kommt jetzt der Jod. So. Genau, das ist ja so eine Flasche mit einer Pipette, da brauchst du ja nicht allzu viel. Ja. Und Jod kannst du halt auf die Naht dann nochmal machen, jeweils so, ne? Das ist ja dieses bräunliche. Und dann machst du, entscheidest dich halt beim Oberarm, kannst halt guten Verband drum machen, wo du halt jeweils Kompressen dann drauflegst. Das ist so ein mehrmals verwendbarer Verband. Wenn es zum Beispiel so eine Schulter ist oder so ein Bauch, dann machst du halt eine Kompresse drauf, ne? Ja. So ein Verband ist dann immer so ein bisschen behindernd. Ja, und dann nehme ich das jetzt erstmal zu. Genau. Natürlich mit der Kreuzstichmethode, die ich gelernt habe. Dann noch jemand von uns vor Ort, bei dem Einsatz mit dem Haufen Office. So. Dort. So, das piekt denn jetzt einmal? Ja. So, und dann. Achso, hast du nicht betäubt? Na klar, haben wir den betäubt, hast oder? Du vergessen, ich. Aua. Ach, komm, ja. Wir sind hart im Nehmen. Das ist jetzt als Strafe. Ich trage uns wieder die Streifen ab ein, ja? Ach so, ja, das wäre super. Ich muss nur gerade kurz gucken, weil ich muss meinen Laptop neu aufsetzen. Alles gut, ja. Ja, mit hallo. Ja, hallo. Juliet? Was machen Sache? Wie bitte? Was machen Sache? Wir warten hier. Haben Sie so einen Typen mit so einer anderen Grünjacke gesehen? Ja, der schläft noch. Ach Mann, der soll mal aufwachen. Der Bruder, ne? Dann kann ich nämlich unterwegs auch arbeiten. Hallo. Da ist er doch. Wow, was passiert hier? So, ist auch schon eingetragen, ja? Super, danke. Hey, jetzt sind sie doch beide wach, oder nicht? Noch nicht wach. Achso, sie haben eben gerade keinen Hut aufgehabt, oder wie? Ja, doch. Okay, gut, dann hab. Moin! Ja, vielen Dank, ja. Ich wünsche euch was. Der Herr, der kriegt bitte das Army-Sonderpaket, ne? Mit Riesenzäpfchen, ja?
mit Riesenschäfchen. Okay, ja, das ist kein Problem. Oh, ja, kein Problem, wir haben da das A mit den X-Paketen. Ja, ja, richtig. Wir haben im K1 da, wo die Musterung stattfindet, werden die Kadetten immer getestet. Der Sony White ruft sich gerade an. Okay, Kevin, ich hab dich ja irgendwie lieb geworden. Ne? Wir werden sie erstmal von der Route 68 jetzt hier ins Fahrzeug setzen, weil ich kenne die Route 68 und hier kann man eigentlich niemals mal stehen bleiben. Und sind die Fahrzeuge schon über den Kopf. Ich kann es Ihnen soweit sagen, vorhin ist hier eine Riesenkolonne an schwarzen Fahrzeugen durchgefahren, die haben uns nicht erwischt. Boah, das ist. Oh mein Gott, da kommt jemand. Ah, das ist einer von euch. Na gut, na, kümmert euch gut, Mann, Kevin. Ich danke euch fürs schnelle Erscheinen. Ich wünsche euch was. Nee, das könnt ihr nicht, ne? Was denn was? Der hat hier unten sein Auto. Sein Auto liegt hier unten. Ah, das hole ich wieder. Alles gut, alles gut. Also, nee, wir dürfen leider keine Leute. Kevin, wie viel Geld hast du? Nee, alles gut. Warte, ich geb den Medic da. Meine Aufgabe ist, dass er den Hut ein bisschen Geld, hallo. Ja. Hallo. Das geben sie dann dem Kevin und der soll sich dann ein Taxi holen, ja? Ja, lass doch mal, das wäre super. Ach, kannst du dich hier nicht Streifenmap eintragen, mein Lieber? Ah ja, klar, mach ich. Schatz. Sofort. Ja, dann sag dir gleich. Gut. Ja, Nobeltaxi. Also bestimmt ja Aventador oder sowas. Aber nicht, dass nein. Dann ich da dann verstanden aber D-Post. Ja, ich hab's schon verstanden, ja. Danke. Ja, hier liegen okay, um die Kevin. 10 Leute. Danke nochmal und ich wünsche euch was, ja? Ja, schönen Abend euch. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, ich durch die Scheibe stark. Tschüssi. So. Dann fahren wir mal. Jetzt mal wie viel am Depot liegen um die 10 Leute circa. Hey, erzählen Sie mal, was passiert, was können wir für Sie tun? Oh, Autounfall. Nicht anfangen oder? Eine dicke Dose an die Schmerzmittel. Jawohl. Was schwebt denen da so vor? Boah. Ich hab das Wort vergessen dafür. Wie die heißen? Wiederhole. Anfahren, oh wenn ich Gott. Anfahren kann. Oh mein Gott! Was passiert hier? Hallo? Alter, drei? Ich hab nur blaue Fahrzeuge und vorbeifliegen. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Oh nein. Junge. Alter, was ist hier halt los? Warte. Nee, du kannst nicht. Jetzt. Ach, du bist doch beim Behandeln, du Idiot. Oh ne, Alter, unwitz, ey. Das sah aus wie so ein scheiß Krüppel. Wenn ich was gegen Krüppel hab, dann distanziere ich mich natürlich von. Ja, ich auch natürlich. So, jetzt mal Köln. Kuba, was ist denn mit dir los? Armen nach Köln. Ich hab mir noch Korruption vorgeworfen. Armen nach Köln, ich fahr jetzt voll in die Tankstelle rein da oben. Nein, bitte nicht. Oh Mann, ey, ich krieg den Drift einfach nicht hin. Hast du schon wieder angenommen, oder was? Nee, irgendwelche letzten Worte, Steffen? Ja. Ehrlich, irgendwelche letzten Worte? Wieso willst du... bitte, du hast nicht. Guck mal, ich will nicht sterben. Guck mal, du Hund, ich will nicht sterben. Junge, nein. Neue Folge Crash. Den NEF. Oh mein Gott. Alter, ich tanke. Ich will jetzt hier noch einmal. Ich guck mal, wie ich mitfahren darf hier. Amigo, warte. Nee, ja. Ey, ich frag mal den Luis, der war sympathisch gestern. Jo, der ist auch sympathisch. Ich wünsch dir was, bis morgen. Bis Schlaf morgen. Gut. Ja, warte, ich muss kurz meinen Kontostand noch checken, ob ich heute was geschafft habe. Nein, habe ich nicht. Weißt du, ich habe einfach 100.000 schon gemacht. Nee, mehr. 150, warte, wie viel hab ich jetzt? Ich hab 1,736. Ich hab schon, seitdem ich hier bin, fast 200.000 gemacht. Was kriegst du die Stunde? 1160 Dollars. Ich krieg 14. Geringverdiener. Spaß. Alle Geringverdiener. Alle Geringverdiener. Hombre, die gibt's laffen. Ich rufe Louis an. Frag, ob ich mitfahre. Kannst du. Ah, nee, Frank Jameson ist nicht da, weil der ist auch Ehrenmann. Ja? Und Nowalski ist auch Ehrenmann. Ja, Nowalski, da fahren schon immer alle mit. Nowalski kenne ich ja auch. Nowalski ist Ehrenmann, Frank Jameson ist Ehrenmann. Mal Luis fragen.
Ich hoffe, der macht wieder was. Ansonsten fragt Paul Kruse. Infogespräch. Ja, ich glaube, den kann ich nicht fragen. Wieso? Der ist im Gespräch. Ja, der steht auch da links von dir. Was? Unser Chef übrigens, gell? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Boah, den musst du immer schön. Ja. Aber. Ja. Ach, du Bastard.